Hey ihr Lieben, jetzt gehen sie los, die Halbstunden-Videos von den Sims mit Sasunaru. Ich muss jetzt echt erstmal... Die Dokumi ist vorbei und ich muss erstmal ein bisschen Routine wieder in mein Leben kriegen. Das ist vor allen Dingen der Witz ist, ich habe mich auf der Dokumi einmal komplett kaputt gemacht. Ich hab mir den Zeh gebrochen, ich habe mir eine Sehne gezerrt und ich habe meine Muskeln komplett überfordert. Oh, guck doch mal, ein kleines Cora-Wauzi. Oh Gott, ich liebe sie so dermaßen, ne? Ich weiß, es ist mit Kyubi, das ist wirklich sehr tragisch. Aber guck doch mal, wir haben einen Cora-Wauzi. Komm, Temari, kümmere dich um kleinen Cora-Wauzi. Sie brauchen so viel Liebe. Ich muss los. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, lieber Tod, dann geh wieder. Aber wir haben so ein... Guck dir doch mal das kleine, plüschige, wuffelige Wauzi hier an. Das will auch Liebe haben. Liebe. Ist es nicht unfassbar... Muss Cora eigentlich Treppenstufen hoch, wenn sie hier rein will? Nein, muss sie nicht, Gott sei Dank. Sonst das Treppenstufen, das funktioniert, musst du die Welpen immer hochheben, weil sie ja noch keine Treppen laufen können. Ja, mein kleines Cora-Wauzi ist so süß und sie ist genauso wie mein... Sie ist wirklich genau wie mein Wauzi, das ist einfach... Entschuldigung, da habe ich glatt Frosch im Hals vor lauter Rührung. Und ja, leider passiert mir das tatsächlich immer noch, dass ich echt so ein bisschen so... Warum hast du kein Plasma mehr? Warum? Wir müssen dir Plasma besorgen. Naruto ist schon wieder voll... Moment, Rechnung bezahlen. Was haben wir für eine Wahl? Also unseren Plasmabeutel bestellen, bitte. So. Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Mein Hund wird demnächst erstmal... Oh, sie ist so... Oh Gott, ich möchte sie fressen vor lauter Niedlichkeit. Ohne Witz, ich möchte sie vor lauter Niedlichkeit aufessen. Sie ist genauso niedlich wie mein Hund. Mein Hund ist... Was? Wo ist Neji denn? Ich sehe ihn. Wo ist er? Neji ist übrigens unsichtbar. Man sieht ihn nicht. Wo ist Neji? Ach, der ist entführt. Oh Gott, ja. Hey, ich komme da ja mal schwanger nach Hause. Wer weiß das schon so genau? Naruto ist voll mit Computerspielen beschäftigt und ihn stört es auch nicht so wirklich, dass sein Hund gestorben ist. Beziehungsweise sein Fuchsi, weil Kyubi war ja eigentlich sein Fuchs. Das muss aber nicht jeden gleichermaßen mitnehmen. Das ist leider so. Cora, was machst du? Du hüpfst hier durchs Gemüsebeet. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Sie hat sich auf die Nase gelegt. Oh mein Gott, wie kann man so unglaublich putzig sein und auf die Nase fallen? Und oh mein Gott. Oh, sie ist so süß. Oh Gott. Wie sie läuft und wie sie ist hingefallen. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, sie war zu stürmisch. Und da hat sie sich glatt mal auf die Nase gelegt. Das ist so süß. Aliens, unfassbar. Bei der erstaunlichen Alien-Technologie bleibt einem wirklich die Spucke weg. Vor allem, wenn sie bei einem selbst angewandt wird. Aliens kontaktieren. Macht das. Warum ist hier eigentlich schon wieder Musik an? Vielleicht entführen sie uns hier sogar. Ja, das war auch schon der Fall. Sasuke, würdest du dich bitte mal um sie kümmern? Könntest du... Hallo, hier ist ein Hund. Ein kleines, knuffiges, niedliches Welpinein, das deine Unterstützung braucht, ja? Oh, und wie sie mit dem Schwätzchen betet und sie ist so süß und niedlich. Und Bei Chilo.
No, sie passt in eine Hand. Da passte mein Hund leider nicht mehr als Welpe rein. Mein Hund war schon als Welpe so groß wie andere kleine, runde Rassen, wenn sie ausgewachsen sind. Das ist leider so. Sie war ein sehr großer Hund. Naja, Benner, seinen Golden Retriever-Mischling, kann man sich vielleicht vorstellen, dass der nicht gerade irgendwie klein und niedlich. Also, niedlich war sie auf jeden Fall, aber sie war nicht klein. Wow. Oh, und sie räumen ganz von alleine auf, das finde ich super. Vielleicht solltest du aber trotzdem mal aufs Klo gehen und mal eine Runde duschen und was essen wäre vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, ne? Achso, wie kurz. Schnelle Mahlzeit, wie wär's mit einer Runde Haferbrei? Cora ist eine treue Hündin, am liebsten ist sie in der Nähe von Frauchen oder Herrchen. Ja, sie ist sehr treu, sie ist ein sehr liebes, knuffiges Tierchen. So lieb, Grimda. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, Cardu. Sie ist der beste Hund, den man haben kann, ja? Darum Oh, behandle sie bloß ja, vernünftig. Oh, Pi. sie ist so süß. Guckt sich an, ey. Entschuldigung, ich bin auch immer sehr in meinen Hund verliebt. Granaura, Navaflarzo, Nuyapsa, Suneb, Skumbachub, Prapnapelzo. Komm, ich bring dir Tuimot, bei Fuß bei. Zinakashal, Capabencho, Der Suke kann sich da ruhig mal besuchen. Was machst du jetzt Elephant. gerade? Und jeder will Cora streicheln, ich kann es so verstehen. Ah, du solltest vielleicht lieber mal schlafen gehen. Sie pennt sich auch aus. Achso, sie war auch dabei. Nie wieder Gebell. Es ist äußerst schmerzhaft, sich für immer von einem geliebten Hund verabschieden zu müssen. Ja, das stimmt. Allerdings. Ja, das hat mein Hund tatsächlich immer unfassbar gerne gemacht, den eigenen Schwanz gejagt. Ich frage mich gerade, ob sie wirklich irgendwas lernt dabei, aber vielleicht funktioniert es ja. Ich weiß es nicht. Irgendwie wirkt mein Hund relativ desinteressiert. Bei Fuß, komm. Smeeb. Was ist also gut, du musst. Nein, das ist ein Wohlstandsbäuchlein, das ist okay. Na, no, sie ist so energiegeladen. Sie ist so klein und putzig und niedlich und knuffig und süß. Und entschuldigt bitte mein seltsames Verhalten. Ich stehe einfach voll auf Welpen und ich stehe einfach voll auf. Na. Axwona. Nicht so viel rumbellen, meine Kleine. Mit Bei Fuß mit einem Vampir stelle ich mir übrigens wirklich tatsächlich ziemlich schwierig vor. Okay, du solltest vielleicht trotzdem um die Uhrzeit, weil es spät ist, einfach mal schlafen gehen. Einfach weil es spät ist. Irgendwie ist sie mehr mit ihrem Schwanz beschäftigt als mit irgendwas anderem, kann das sein? Es tut mir leid, ich muss sofort aufhören, mir ständig diesen Welpen anzugucken, sonst fresse ich diese Kleine auf. Du solltest was trinken und dann solltest du vielleicht auch mal duschen gehen. Ich finde es ja sehr schön, dass du so ambitioniert Sport machst, aber irgendwann ist auch mal gut. Futter haben wir noch, sehr schön. War ja nicht, dass unsere kleine Cora irgendwie verhungert.
Na, no, und Mine ist hier auch noch. Guckt sie euch an, sie ist so puffig und knuffig und süß. Wie sie guckt. Wie kann man so niedlich gucken? Wie kann man generell so süß sein? Ich weiß es echt nicht. Oh, meine Güte. Ja, also Fakt ist aber tatsächlich, dass ich wirklich mich noch ein bisschen umgewöhnen muss, auch jetzt mit der Arbeit und so. Man ist ja erstmal, wenn man dann von der Arbeit kommt, ist ja alles gut und schön, man arbeitet, juhu, total Freude und so. Und trotzdem bist du aber, du bist einfach fertig, wenn du dann irgendwie so, Oh, ich hab mein kleines Schnuffige. Achso, sie ist einfach nur sehr aktiv. Das ist okay. Ein sehr knuddeliger, kleiner, knuffiger, süßer Welpe. Das ist okay. Da darf man auch schon mal laut sein und sie rennt wieder durch die Gegend. Oh, guckt euch an, wie sie zippelt und... Ja, wenn ihr nicht gerade das Bild anguckt, so wie ich. Und sie folgt Sasuke auf Schritt und Tritt. Ja, das wird bei mir tatsächlich... Das war leider wirklich so. Mein Hund ist überall mit hingelaufen. Und sie ist, auch wenn sie nur mit auf... Also wir hatten tatsächlich so die goldene Regel des Badezimmers, unser Hund nicht mit reingekommen. Ich musste sie immer vor der Tür warten, das fand sie am Anfang natürlich überhaupt nicht lustig. Fand sie am Anfang gar nicht witzig, aber die hat sich auch sehr schnell dran gewöhnt. Und es war aber dann tatsächlich so, wenn man dann das Wohnzimmer verlassen oder die Küche verlassen hat, die lagen alles unten, unser Hund war zu groß, um mit hochzukommen. Ist sie wirklich immer mitgelaufen, also sie ist dann aufgestanden, ist mit nach hinten gelaufen und hat sich dann immer da vor die Tür gelegt, wo man gerade, in welchem Zimmer man gerade war und wo man sie vielleicht gerade nicht hineingelassen hat. Es war immer sehr niedlich und es fehlt mir ein wenig dieser Schatten, der mir überall hin folgte im Haus. Der war halt einfach irgendwie immer da. Das ist ja schon seit 2 Jahren, glaube ich, tatsächlich schon nicht mehr da. Und das ist für mich wirklich immer noch ein sehr, sehr komisches Gefühl. Hunger hat sie auch. Dann sollte sie vielleicht erstmal was essen. Haben wir da noch irgendwas da oder muss sie kochen? Nein, wir haben sogar noch... Wir haben noch Ramen da. Das ist okay, die kannst du essen. Dann solltest du vielleicht blip spielen. Erstmal aufs Klo eiern, genau. Ja, sie war tatsächlich genau, sie hat sich dann überall, also auch, sie hat sich auch überall hingeschmissen und da dann geschlafen oder so, ne? Also es war ja jetzt nicht so, dass sie dann da irgendwie, wer weiß wie, aktiv war oder sowas. Und sie hat sich da dann hingeworfen und geschlafen und das war's. Und dann hat sie jedes Mal, wenn sie dann aufgestanden ist oder wenn man dann aus irgendeinem Raum wieder rausgekommen ist, ist sie wieder mitgelaufen. Egal wohin. Das war... Ich hab's gemocht. Es ist, natürlich könnte es für manche Menschen auch anstrengend werden, aber für mich gehört das halt irgendwie dazu. Temari muss in circa einer Stunde bei der Schule sein. Meine liebe Temari, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein, hast du nicht. Stehst du bitte auf und machst deine Hausaufgaben? Warum schrecken die Kinder eigentlich immer so aus dem Schlaf raus, als wenn sie, keine Ahnung, voll den Albtraum gehabt haben, obwohl sie, wenn sie einen Albtraum haben, kann ich sie nachvollziehen, aber wenn sie gerade keinen Albtraum haben, ich will mir das irgendwie nicht im Kopf, warum die dann so hochschrecken, als weiß ich nicht. Das ist sehr merkwürdig. Neji ist auch wieder wach. Neji hat übrigens auch Hunger, aber der könnte erstmal ein Bad vertragen. Geh mal eine Runde baden. Ansonsten geht's ihm aber gut, ne? Keine komische Übelkeit oder so. Schade. Und ja, ich möchte schnelle Mahlzeit. Er macht sich mal. Er muss. Sandwich. Ich finde es tatsächlich übrigens sehr schade, dass er nicht endlich mal schwanger wird, verflixt nochmal. Und das sollen Männer halt nun mal auch einfach können, wenn sie von Aliens entführt werden. Egal, ob sie sonst Kinder kriegen können oder nicht. Und gerade so eine Alienschwangerschaft ist ja das, was so spannend ist. Aber wir sind ja nur auch nicht so viele irgendwie, oder? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Nee, ich glaube 8 kann man... 7? 7, 8. Könnten wir ein Baby machen? Ja. Könnten wir. Das heißt, wir könnten auch noch definitiv jemanden aufnehmen. Was wiederum auch bedeutet, dass Neji eigentlich Vater werden könnte. Okay, er ist ja schon Vater. Von Brigitte.
Ich frage mich, ob Brigitte jemals das Babyalter überschreiten wird. Weiß einer das? Weil sie ist ja kein gespielter Charakter. Das heißt, eigentlich sollte sie nicht altern, weil sie kein Playable-Charakter ist. Aber dadurch, dass sie halt. Dadurch, dass sie ja halt auch, na, überhaupt nicht in der Welt existiert, also sie ist ja nicht irgendwie. Existiert ja nirgendwo. Frage ich mich, ob sie nicht trotzdem irgendwie. Könntest du bitte mal weggehen und irgendwelche anderen Dinge tun? Bitte. Sing was. Sing mit Sasuke im Duett, dann habt ihr was zu tun hier. Oh, Wauzi ist wieder unterwegs. Wauzi rennt und fällt nicht da doch. Ich wusste es. Oh, es ist so. Warum muss das so unfassbar fucking niedlich aussehen, wenn sie sich auf die Nase packt? No, ich glaube, sie fühlt sich einsam. Oh, meine arme kleine Cora fühlt sich alleine. Oh Gott. Okay, das ist cool. Ich find's auch cool, dass man tatsächlich so die Unterschiede hört. Wie gut, schräg, schräg, schlecht der eine, schräg, schräg, andere ist. Singt mal eine Ballade zusammen, komm. Jetzt nicht der Hund im Weg. Ich wusste es. Ich wusste schon immer, dass mein Hund irgendwie im Weg ist. Ja, dann, geh raus und geh pinkeln. Das kriegen wir hin. Nee, Neji muss nicht zur Arbeit. Ich dachte gerade, es kann ja sein, dass Neji zur Arbeit. Aber das zeigt er mir ja auch an. Ach, in 6 Minuten ist er auch los. Ja, dann nimm den kleinen Mops auch auf den Arm. So. Kura hier absetzen, bitte. Nein, wir schicken ihn mal alleine los. N nicht wegen dem Hund, nein. Es ist Ich möchte mit ihr mitgehen und ja. Und er kriegt das hier gerade auch alleine hin, wenn er sich anstrengt. Kann ich eigentlich mit ihr Tierpflege? Kann ich eigentlich? Nee. Ich kann noch nicht mit ihr spazieren gehen. Ja. Ihr werdet das eventuell gerade gesehen haben. Wo ist Timari? Ach, Himawari. Himawari, bleib stehen. Wo willst du denn hin? Ich dachte, du könntest ein bisschen den Hund kuscheln. Einfach um ein bisschen sozial und so, aber. Muss ja nicht sein. Cora ist sowieso gerade irgendwie unter den Büschen verschollen. Da ist sie! könntest du sie eventuell einfach ein bisschen knuddeln und streicheln und. Ich habe mir eine Mod gekauft. Tatsächlich gekauft für, ich glaube, 1 Euro oder 1 Dollar, weil es ist eine englische Mod. Und in dieser Mod können sich Sims prostituieren. Es ist eine Mod, um damit Sims anschaffen gehen können. Also wir könnten. Aus Himawari geht, weil Himawari Weibchen ist, Mädchen ist, eine Prostituierte machen. Es geht auch bei den Männern, allerdings gibt es noch keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen, also und die Frauen reagieren auch noch gar nicht auf Prostitution. Das ist leider das Problem.
Ansonsten wäre das tatsächlich möglich, aber an der Mod wird noch gearbeitet. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch neue Neuerungen, also er arbeitet an Neuerungen, er arbeitet zum Beispiel an sexuell übertragbaren Krankheiten, er arbeitet daran, dass mein Hund nicht mehr unter den Büschen verschollen ist. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht mehr. Da! Ganz klein, aber sie ist da. Ja, an sexuell übertragbaren Krankheiten wird gearbeitet, es wird daran gearbeitet, dass es auch Frau-Frau-Geschäftsbeziehungen gibt und mehr Mann-Mann-Geschäftsbeziehungen. Also, dass auch Frauen die Prostitution nicht annehmen können. Das geht mich bis jetzt noch nicht. Bis jetzt sind, gehen wir ins Fitnessstudio. Also bis jetzt geht es tatsächlich nur, dass Männer auf Prostitution anspringen und Frauen regen sich, glaube ich, die meiste Zeit drüber auf und finden das ganz furchtbar. Ich würde es in diesem Dingsen eigentlich nur ganz ungern mit reinbringen. Es gibt aber das andere Let's Play, wo ich durchaus eventuell mit dem Gedanken spiele, da auch mal, ja. Oh Gott, das wäre meine Savannah, die sich dann prostituieren würde, ne? Ich wäre ein bisschen hart, aber das wäre okay. Ich weiß es noch nicht, weil sie ja gerade so ein bisschen als heran rumbaggert. Und wollen wir mal gucken, ich habe gerade, ich habe Jasmine Holiday. Rufen wir die mal an. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was mit der passiert, weil das ist auch irgendwas Neues, was wir jetzt hier haben. Das ich aber auch noch nie ausprobiert habe. Von daher, auf jeden Fall ausprobieren. Ich komme sofort, das ist schön. Oh Gott, da steht sie ja schon vor der Tür. Nach Dreifach-Boost-Woche fragen. Herausforderungsleiterin. Ich bin hier, um dir zu helfen, besser zu essen, weniger zu stinken und kreativer zu werden. Frage nach einem Boost und ich werde ihn dir gerne für eine ganze Weile gewähren. Natürlich kannst du den Boost jederzeit ändern. Ruf mich einfach an und frag mich nach einem anderen. Es gibt drei Möglichkeiten. Du kannst schneller deine Garten- und Kochfähigkeiten verbessern. Lecker. Alternativ kannst du auch deine Geschicklichkeits-, Malerei- und Fotografiefähigkeiten verbessern, um deine kreative Ader zu fördern. Oder möchtest du einfach mehr Zeit draußen verbringen? Keine Sorge, ich kann dafür sorgen, dass dein Hunger- und Hygienebedürfnis langsamer sinkt. Also, was willst du? Hi, hallo. Oh Gott, ja, Prostitution, da kann ich aber noch nicht ganz viel machen. Es gibt, wenn man Prostitution gibt es jetzt bis Level 5. Und wenn man Level 5 erreicht, kann man auf die Sims klicken, mit denen man Sex haben will und dann lassen die sich auch drauf ein. Und man vergibt es tatsächlich ganz viele, die sagen, ich habe schon bessere Uhren gesehen als dich. In diesem Zusammenhang darf ich das übrigens sagen. Ich monetarisiere meine Videos sowieso nicht, von daher ist es wurscht, egal, ob ich jetzt hier von Huren rede oder nicht. Jetzt wollte ich reisen, weil ich will ja. Nehmen wir Cora mal mit? Wir nehmen Cora mal mit, dann kann sie ganz viele Leute kennenlernen, oder ganz viele Hunde kennenlernen. Oh Gott, sie wird krank. Aber das ist okay. Wir betreten mal unser neues erwirtschaftetes Gebäude. Ich habe ja die ganze Tierpraxis umgebaut. Das weiß ich noch. Auch wenn die letzte Aufnahme 2 Wochen her ist. Aber daran kann ich mich noch erinnern. Ich sag ja jetzt, wo ich arbeite oder wo ich einen neuen Job habe, muss ich echt. Ich muss gucken, dass ich das alles umgelegt kriege. Ich bin echt nur froh, dass ich die Sache mit meinem Buch vorher noch ins Rennen gebracht habe, weil ich glaube, ansonsten wäre ich zu nichts mehr gekommen. Öffnen. Und ich wollte noch einen Angestellten verwalten. Ich möchte tatsächlich noch einen. Ja, Saskia Weber. Auf mit Sicherheit nicht. Nein. Charisma. Oh, ich habe schon zwei. Ich habe schon zwei. Alles super. Ich habe schon zwei. Aber ich möchte sie mal verwalten. Sie ist Tierarzt 10. Level 2. Sie ist auch Level 2, ne? Ich möchte sie gerne befördern. Denn sie ist jetzt tierärztlich deutlich weiter als die andere. Deswegen möchte ich sie jetzt doch ganz gerne mal für befördern. Hanna.
Ich wusste, dass du ein toller Boss bist, ganz egal, was alle anderen sagen. Kann ich sie, Elena, verwalten? Kann ich sie eigentlich für Schulungen bezahlen? Kurze Schulung. Zahle für die Schulung, damit die Fähigkeiten des Mitarbeiters beim nächsten Arbeitsantritt höher werden. Jetzt Patient warmherzig begrüßen. Na prima, in meiner Freizeit die Schulbahn drücken. Das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Mods hier jetzt nicht rum. Irgendwas stimmt mit meinem kleinen Mädchen Tascha nicht. Ja. Wo ist meine Kura eigentlich? Huni, achso, die sitzt hier. Okay. Wir stehen noch ganz viele andere Hunde rum und Katzen. Ihr könnt euch alle einsuchen, den ihr behandeln könnt. Ich habe extra 3 Räume hier eingeplant. Habe ich eigentlich die, wir haben keine Versorgungsqualitätsstandard. Okay, das steigert, steigert sich. Hab ich eigentlich noch, ja, ne? Niedrige Ausbildungskosten, geringer Tierstress. Habe ich schon gekauft, sehr schön. Genau das wollte ich gerade nochmal nachgucken, denn irgendwie, okay, da wird auch jemand untersucht, das ist gut. Du, ein braves Mädchen. Das ist schön, dass du da auch mitarbeitest. Finde ich super. Die Näpfe könnten irgendwie mal voll gemacht werden. Finde ich jedenfalls. Oh. Behandlung, organisches Desinfektionsspray. Krankheit geheilt, juhu! Ja, ja, es gibt gleich Futter, keine Sorge. Verantwortlichkeiten. Bitten herzustellen, Leckerchen. Okay. Es ist eher ruhig, das finde ich aber schön. Mein kleines Cora-Mops ist auch mit hier, das finde ich sehr süß. Ich finde, das gehört sich einfach in einer Hund-Tierarztpraxis, da müsste auch ein Hund herumwuseln. Sonst ist es irgendwie schade. Ich bin so stolz auf meine neue Tierärztin, ohne Witz. Oh Gott, den Hund. Müssen wir erstmal beruhigen. Ich möchte sie loben, ich möchte sie,
Hygienisch und appetitlich, okay. Dann müssen wir erstmal das Fell untersuchen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Die unterhält sich mit dem Klo, das ist okay. Wässrige Augen. Okay, dann müssen wir die einmal das Temperatur messen. Braves von mir. Tundra-Grippe. Keks mit Medizin X. Und ab. Fein. Und sie alle lieben meinen kleinen Mufti-Hund. Das ist sehr süß. Okay, Bewertung. Atmosphäre, na gut. Ich bin ihre Chefin, ich würde wissen, wo sie arbeitet. Warba.